Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beyond the Drive und ich hoffe, ich habe nicht gerade tödlich übersteuert. Und ja, jedenfalls, wir befinden uns nochmal auf Sulaco Bay. Aus einem ganz simplen und einfachen Grund. Bei den neuen Updates kam nämlich auch eine neue Funktion von Beyond the Drive zu, beziehungsweise wurde erweitert. Und zwar Buoyancy oder Buoyancy. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, um ehrlich zu sein, das ist ein schweres Wort. Und zwar, um es kurz zu fassen, geht es darum, halt eben, wie sich Wasser und Luft zu verhalten. Das gibt es auch die neue Matte, also das Kissen, wie ich es genannt habe. Und auch Wasser hat sich ja erweitert. Und damit wollte ich jetzt auch mal... Und das Wasser wollte ich jetzt eigentlich auch mal testen. Hier ist mir gerade ein bisschen schlechte Stelle fahren. Liegen wir aber bis zu Bayern sich. Ich hoffe, das rattert im Hintergrund nicht. Von meiner Grafikkarte. Ja. Jedenfalls, ich habe auch links neben mir nochmal alle Wünsche von Folge 500, ich sag dir auch, wir machen nochmal eine Polizeifolge. Und da ich ja nächste Woche in England bin und auch bis Mittwoch, übernächste Woche, Videos haben will, damit ich bis GTA 5 spielen kann, produziere ich vor, beziehungsweise heute ist bei mir Samstag, der, ach komm, ich hab's mal die falsche Taste drückt. Heute ist bei mir der 4.4. Und das heißt, ich werde jetzt 12 Mal Beamage Drive aufnehmen. Und... ja, da werden wir verschiedenste Sachen machen. Ja, gut. Und angefangen werden wir heute mit dem Wasser. Und da gibt es auch eine neue Mod von Joyce Ham. Und übrigens mit Wasser, das war auch eine Mod. Kann ich gleich kurz gucken. Eine Frage. Ein Wunsch. So, keine Mod. Kann ich kurz gucken, von wem das war. Warte, lass mich mal schnell umblättern. Die war von... Hi, die City, ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Wasser- und Notlandungen. Also er will eben auch Wasserlandungen, die können wir jetzt auch mal ausprobieren. Und zuerst, ich weiß jetzt nicht, wie weit sich jetzt beim normalen Wagen was getan hat, inwieweit der sich jetzt anders verhält mit Wasser. Aber das testen wir jetzt auf jeden Fall mal aus. So, fallen wir einfach mal ins Wasser. Okay, der fällt sich schon mal kaum anders, aber das ist eigentlich... Na, wobei, halt eben das Wasser kann sich jetzt noch nicht wegbewegen, das muss man ja dazu sagen, das ist ein bisschen schade. Wollen wir gleich die neue Farbwagen nehmen, und dann liegt es natürlich unten in der Beschreibung. Und ist die Diplomat oder Diplomat? Ist die 10 oder so Karte? Wo war denn das? Hab ich doch eingefügt. Ich bin aber so, dass man sich jetzt gerade eben eingefügt hat. Schauen wir mal. Nee, Wooden Raft, das ist es doch. Also irgendwie. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu installieren, weil mir sind so viele Sachen broken. Das kotzt mich an. Dann eben nicht. Dann machen wir Notlandungen mit der Titan. Die funktioniert ja wenigstens noch. So, dann müssen wir sie nur da hinten rüberschleppen. Einmal, was haben wir denn noch so Wünsche eigentlich, die man vielleicht machen könnte? Beamfell. Lass dich mal von 8 Fahrzeugen verfolgen, werden wir noch machen. Okay, jetzt aber ich sind wir schon hier. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir das schaffen, in der kurzen Zeit zu starten. Kommen wir jetzt hier durch. Oh, das ging gerade so noch. So, die Titans zum Glück sehr einfach zu kontrollieren. P. N kann man natürlich hier hinten aufmachen. So. Dann wollen wir mal versuchen. Haben wir jetzt hier den blöden Winkel. Ja, okay, wartet. Hier ist Automatik. Da hatte ich mal Automatik drin. Hallo. Gears. Neu. Gears. Speedometer, komm mal hoch. Warum? Ist jetzt nicht attachen. Sama. Dann setze ich es immer verschieden hin. Jetzt geht's. Oh, wir haben das Fahrwerk drin. Oh. Okay, das war jetzt nicht so perfekt. Also ich weiß noch nicht, ob man mit der Titan gut notwassern kann. Probieren wir es einfach mal hier hinten, ist ja auch schön Wasser. So, mit 176 sind wir gerade unterwegs. Muss mal ein bisschen höher ziehen. So, und jetzt. Hoch und runter.
Da haben wir ewig viel Wasser zur Verfügung. Gut ist die Frage, lässt die sich gut notlanden? Notwassern. Naja, okay, sie fliegt. Ah, ich hätte vielleicht die Triebwerke ausschalten sollen. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Weil dann drücken die uns vielleicht noch ins Wasser. Also was halt eben noch eingefügt werden müsste, wäre ein... Boah, das Wasser gestreift. Die linke Tragfläche. Was noch eingefügt werden müsste, wäre halt eben, dass ich Wasser bewegen kann, verformen und so weiter. Das würde halt eben die Simulation noch viel realistischer machen. Wie es so aussieht, das würden die sich gar nicht drehen, wirklich. Aber eigentlich drehen sie sich voll schnell. Das kennt ihr ja von den ganzen Fotos und so. Ja, jetzt ziehen wir halt eben komplett so ab. Können wir uns aber noch rückwärts rausziehen, oder? Drehen sich auch langsam, oder? Ja, drehen sich extrem langsam. Oder die schnellste Stufe vorwärts machen. Das können wir aber nicht lenken, oder? Geht das? Nein, hammergeil. Wir haben ein U-Boot. Wir haben ein U-Boot. Das ist echt geil jetzt. Ich wollte nicht schon immer mal ein U-Boot haben. So, da dürften wir jetzt... Wir können jetzt lenken. Wir können es daran zumindest teilweise fortbewegen. Wir noch nur sehr langsam mit 12 km/h, wie ihr seht. Schaffen wir das? Reicht das für einen Start aus dem Wasser? Ist die Frage, wie schnell wieder reinklatschen. Wir dürfen keinen zu spitzen Winkel haben. Hammergeil, wir haben ein U-Boot. Ein U-Titan. Das ist echt nice. Da hebt sich gleich majestätisch aus dem Wasser. Also zu spitz der Winkel. Reicht das? 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 Reicht nicht, schade. Das ist aber trotzdem cool. Aber wollen wir das so Kater wechseln? So. Jetzt funktioniert das auch schon mal wieder. Das freut mich schon mal. Die Höhenruder, also die Elevators, funktionieren, das ist schon mal gut zu hören. Okay. Hier fangen wir nochmal das Fahrwerk an. Okay. Jetzt müssen wir aber kurz hoch. Ich weiß nicht, mal sehen, ob wir damit eine Notlandung hinkriegen. War da gerade ein Warnton? Haben wir einen Stall-Warnton? Nee. Doch. Hammergeil. Oh, bisschen schräg. Das ist cool. Das ist ziemlich geil. Vielleicht kann man sie auch endlich wieder fliegen. Nein, das wollte ich nicht. Ja, genau, mit Z könnte man den Schub erhöhen. So. Ich habe leider meinen Timer gerade hier nicht liegen, also weiß ich nicht hundertprozentig, wie viel Zeit rum ist. Ich habe nur eben auf der Uhr kurz geguckt. Und ich weiß nicht, kann natürlich immer sein, dass ich da was vergesse, um wie früh ich jetzt gestartet habe. So. Gut, aber auf jeden Fall. So. Aufpassen. Bisschen träge das Flugzeug. Aber sonst... Okay, das wird böse. Oh. Da sind wir alles los. Komm, starten wir nochmal von innen. Oh, da haben wir uns abgerissen. Ja, den Flügel. Traf mich ja. Schön, können wir unser Heckruder... Seitenruder, können wir schön justieren. Nein! Warte mal. Geht jetzt? Warum fliegen die mal ab? Z, so, starten. Oh nein, 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 das wird unangenehm. Okay, gerade noch so gerettet, glaube ich. Ach so, das ist noch drin. Genau, den muss man nicht gedrückt halten.
So, und da haben wir einen ziemlich guten Start hingelegt. So. Ja, wir können in der nächsten Folge noch was mit der Maschine hier machen. Gott. Oh Gott. Scheiße. So. Oh fuck. Jetzt werden wir abstürzen. Uns alle Flügel ab, der Tragflächen jetzt. Da knallen wir gegen. Nicht so nett. Aber naja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hauptsächlich von der und ja, wir sehen uns hoffentlich morgen, wenn wir mal wieder versuchen, was machen wollen. Auf die Gridmap das Ding zu landen, bei Wind und alles. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hab's keine Sache. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCD!